Moinsens, komm zurück hier auf meinen Kanal und wir spielen weiter Pokémon und befinden uns auf Route 4 und gucken mal, was es uns so gibt hier. Warte jetzt, oh hier geht's noch ein Ball, den nehmen wir doch glatt mit. Perfekt. So, hier rüber. Ja. Wie hochkommen, oder? Kommt von der anderen Seite hoch. Okay. Man sieht es hier hinten ja auch noch einen Pokéball. Komme ich aber jetzt auch nicht hin. Hochspringen kann ich leider nicht. Ganz schlecht. Ein paar Viecher. Gehen wir noch runter. Zack. Oh. Großartig. War nicht so schwer, ne? Und so, müssen wir kurz in die nächste Stadt kommen. Jo. Oh, das eine hat einen. Okay. Habe ich gar nicht durchgelesen, ist natürlich blöd, aber egal. Lass mal weiter. So, wie geht's hoch? Oh, hier unten ist noch ein Ball, sehe ich gerade. Gut versteckt hinter Sträuchern. Oh, Superbälle. Perfekt. Hier geht's nicht. Oh, geht's hier rein? Nee. Gut, hier geht's weiter. Und da drüben müssen wir irgendwie rüberkommen. Azuria City, umgeben von einer mysteriösen blauen Aura. Wir nennen das Ganze auch Wasser. Oh, hier ein Fahrrad. Aus des Fahrrad-Maniacs. Gehen wir rein. Ist meine Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich mit ihnen fahren und sie stehen auch nicht zum Verkauf, aber du darfst sie dir so lange anschauen, wie du willst. Okay. Ich freue mich zwar immer seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrmaker ist eine totale Quasselstrippe. Ich reite gerne auf Pokémon, aber Fahrräder sind auch cool. In meiner Fahrradsammlung nicht der Hammer? Ich lasse dich nicht mit ihnen fahren und sie dir. Okay. Na, ist ja gut. So. Das ist. Ups. Bully! Bully! Na? Das ist der Brunnen von Azuria. Er bringt Glück. Das heißt, wenn man zusammen mit seinen Pokémon Geld hat, festigt man seine Bindung zu ihm. Und plätschert vor sich hin. Möchte das Geld? Ja, klar. Wie viel? So kommen wir auch bauen dann 500 rein. Platsch. Du hast 5 von den Brunnen geworfen. Woli! Irgendwie sieht Tim ein kleines bisschen glücklicher aus als zuvor. Das ist doch schön. So, wir fragen mal die Tänzerin, was sie hier. Das ist der Brunnen von Azuria City. Er bringt Glück. Das heißt, wenn man es dann. Achso, das ist die, die es gesagt hat. Okay, gehen wir mal hier rein. Bam! So. Ich muss leider alle meine Dinger heilen und wieder wach machen. Wir müssen auch einen Wecker kaufen, wollte ich gerade sagen, aber einen Trank, der uns hilft, unsere Pokémon nicht immer einschlafen oder paralysiert werden. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon wird sehen, wie der Topf wird. Machen wir, beende ich bald wieder. Oh, warte mal. Ach, der Dompteur, mit dem müssen wir kurz reden. Oh, der nebulosierte Bau, ist das vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu lernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du, dass ich ihm eine fantastische Attacke beibringe? Ja klar, welche denn? Blubbersauger? Flackerbrand. Ich versuche Flackerbrand zu lernen. Muss mit Flackerbrand mal kurz angucken. Komm, du kannst den Heuler wegmachen damit. Nicht schlecht, mal Feuer auch dabei zu haben, ne? Achte darauf, dass ihr stets von Taschen mit rauskommt. Ja, perfekt. Wer ist er denn? Er sieht auch wichtig aus. Hat man dir schon von Bill erzählt? Jeder nennt ihn den Pokémaniac. Aber ich glaube, die sind bloß neidisch auf ihn.
Wer würde nicht mit einer Sammlung wieder sein prahlen wollen? Na. So, müssen wir kurz hier Tim wieder nach vorne packen. So. Und wieder raus. Das ist die Arena, oder? Okay. Nee, da wollen wir noch nicht rein. Wir wollen einmal kurz zum Shop. Auch hier irgendwo sein. Oh, wo ist er? Ah! Das Pokémon hat ich muss mich beruhigen. Hä? Er will sich beruhigen und dann legt er sich mit mir an. Pokémon Trainer Pimpf fordert dich heraus. Der blöde Pimpf. Okay, er hat drei Pokémon, das heißt, wir müssen uns ein bisschen. Das ist einfach ein Tackle von mir. So, ich will mal den Flächenbrand testen hier. Flaggerbrand meine ich. Zack. Na komm, wir wollen weiterkämpfen mit Tim. Pflanzen und Feuer, das geht doch nicht gut. So, und das Kraut rauche ich weg. Ja, definitiv. Und zwar Titanstein. So. Nein, wir wollen weiterkämpfen mit Tim. Pikachu, okay. Pikachu hilft doch auf jeden Fall der Tackle. So. Mal gucken, ob du auch gegen Feuer geschützt bist. Scheiße. Dann kriegst du nochmal einen Tackle. Zack. So, was sagst du jetzt, Pimpf? Alle deine Viecher sind weg. Novenser. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen beruhigt. Du gewinnst 520. Ja, so geht das, Pimpf, wenn man sich mit mir anlegt. Keuch, oh Mann, also wirklich, tut mir leid, dass ich so ausgeflippt bin. Eigentlich habe ich ja Nerven aus Stahl, aber da hinten wohnt ein sehr bekannter Pokmaniac. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei. Er hat bestimmt ein paar seltene Pokémon, die ich noch nicht gesehen habe. Aber als ich da angekommen bin, und jetzt halte ich bitte fest. Da war Bill, der Pokémaniac, gar nicht da. Stattdessen stand er plötzlich vor einem Pokémon, der wie ein Mensch gesprochen hat. Uff, wenn ich nur daran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Halt dich am besten von seinem Haus fern, Schanzen. Ich zumindest werde einen großen Bogen drum machen. Okay, bevor wir uns da hochlaufen und den, oh, da hat nämlich einen Ball gesehen. Gucken, ob wir hier hinten drum rumlaufen können. Hier ein Haus kommt bestimmt durch. Da. Los, raus da. Wir müssen einmal zum Shop. Denn der Shop hilft uns. Zumindest hilft er uns, ein paar Sachen zu kaufen. Und ich lade auch gleich nochmal meine Viecher auf, bevor wir zum POC-Trainer gehen. Also zum Arena-Trainer. Oder Arena-Leiter. Wir müssen natürlich den Shop erstmal finden hier. Also wir können unsere Viecher einmal aufladen, das ist ja kein Problem. Los. Hallo. Hallo. Ich möchte gerne meinen Pokémon fit machen. Okay, bitte. Bitte. Kostet das was? Nein. So. Was wollen wir machen?
Perfekt. Machen wir. Also dieses Brandding ist gar nicht so schlecht, was wir gelernt haben, muss ich sagen. Aber... Da ist der Laden. Da wollten wir hin. Natürlich müssen wir einen anderen Weg laufen. Wäre auch zu doof gewesen. Ja. Zack. Was ist denn hier? Achso, er hat so ein Dings. Gut. Hallöchen, Popöchen. 7000 habe ich und ich möchte was kaufen. Und zwar, jetzt müssen wir uns ein bisschen ausstatten. Also, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Superbälle. Davon nehmen wir einfach mal 6 Stück mit. Auch einige gefunden, das sollte eigentlich schon gut sein. So, dann nehmen wir auf jeden Fall Gegengift, nehmen wir auch nochmal mit. Nehmen wir 5 Stück von mit. Ja. So, was gibt's denn noch hier? Wir brauchen noch einen Feuerheiler, Eisheiler, einen Aufwecker brauchen wir auf jeden Fall. Nehmen wir auch gleich mal 5 Stück mit. Dann nehmen wir ein Paraheiler. Paralysiert ist auch scheiße. 4 Stück. So. Ja, wir können natürlich von Feuerheiler nehmen wir einfach mal 2 mit. Man weiß ja nicht, ob es mal noch kommt. Ich glaube zwar nicht, aber man weiß es nicht. Und Eisheiler nehmen wir auch nochmal 4 Stück von mit. So. Und jetzt gucken wir nochmal. Und einen Trank nehmen wir auch nochmal mit. 2 Stück. 3. Ein paar. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel Geld. Aber eventuell können wir was verkaufen. Wir haben aber einiges gefunden. Ich möchte etwas verkaufen. So, den Nugget vielleicht. Dann bin ich einverstanden. So, was gibt's denn für die Perle? 1000. Ich auch. Was gibt's denn fürs Domfossil? Das in der Tiefe. Es sieht wie eine Muschelschale oder eine Rückenschale aus. Ich weiß nicht, ob man damit noch was machen kann. Ich glaube aber nicht. Aber. So, wir haben auch erstmal genug Kohle. Nee, ich bin wunschlos glücklich. Danke. So. Und jetzt. Glaube ich, statten wir den Arena-Heini im Besuch ab. Gucken mal, wie es am besten aussieht bei uns. Wenn wir siegen können, weiß ich nicht. Aber wir gehen trotzdem mal rein und schauen uns das mal um. Sexy Nixon hier. Howdy, zukünftige Champ! Wie geht's dir? Wie steht's? Kennst du Misty, die Arena-Leiterin von Azuria City? Sie ist ziemlich stark. Deshalb darf ich dir leider nur Trainer mit einem Pokémon-Lizen, das mindestens Level 15 hat. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Wenn du gegen die Arena-Leiterin willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, was mindestens Level 15 erreicht hat. Kein Problem, ich hab... Tim. Ich wusste es, dass du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann halte ich nichts mehr davon ab, dein Können in Arena City zu shine. Gib alles. So, natürlich 15, natürlich Hardcore. Kann ich das nicht schaffen. Oh, oh. Hallöchen. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Meine Pokémon und ich werden dich bis auf die Geräten nass machen. Sexy Hexi. Da würde ich jetzt glatt mit reintauchen ins Wasser. Naja. Goldini. Okay, so, ein Wasser-Pokémon liebt garantiert nicht Strom. Strom haben wir leider nicht. Und gegen Feuer können wir, glaube ich, auch nicht viel machen. Jetzt nochmal ein Tackle ein erstmal. Ganz einfach ein Tackle. Der hat gesessen. Der war auch nicht schlecht. Hier ist natürlich, hier wäre natürlich ein Blitz nicht schlecht. Ich glaube, Feuer bringt nicht so viel bei dem, ne? Aber wir versuchen es mal. Es ist effektiv, war klar. Oh, hat eine Verbrennung erlitten, trotzdem. Wie nicht schlecht ist. Okay. Und wir machen nochmal einen fetten Tritt. Yes, der ist doch nicht schlecht. Haut ihn zwar nicht ganz weg, aber... Wo setzt dein Schnabel ein? Eieiei. Pass mal auf. Verbrennung, stimmt. Haben wir ihn besiegt. Mit 2 Erfahrungspunkte. Oh, wir kriegen alle Kohle. Blubber, blubber. Du gewinnst doch noch Geld. Und hier Löchchen?
Ah, ich konnte einen umgehen. Will ich gar nicht. Ich glaube, ich will trotzdem gegen die kämpfen da hinten. Hast du diesen Sprung eben gesehen? Das war doch mit seiner Goldmedaille wert, oder? So, ich zeig dir mal, wie goldig ich bin. Die Daisy führt mich heraus. Er fordert mich heraus. Führt mich aus. Geil, ne? Jupp, oh. Okay. Ich verbrenne auch kurz. Wasserdüse, okay. Ah, finde ich nicht so super. Was ist denn das? Auch nicht so super. Aber du hast eine Verbrennung erlitten, das ist schon mal gut. Okay, wir haben aber auch noch einen Sandwirbel. Mal gucken. Siehste? Noch nicht schlecht. Hat schon mal die Attacke verfehlt. Dann tackeln wir ihn mal kurz. Wir tackeln ihn nochmal. Kriegen wir auch noch platt, wenn er gleich noch eine Verbrennung abbekommt. Eieiei. Okay, warte. Jetzt verbrennt noch ein bisschen. Ah, das war's. Oh, die kleine, süße Robbe. So, Tim ist aufgestiegen auf 17. Das müsste eigentlich ein bisschen stärker geworden sein. Yes! Tim versucht Biss zu lernen. Nee, Tim, Biss... Nein, ah, verdammt. Biss brauchst du nicht lernen. Nein. Biss brauchen wir nicht. Schöner Daisy wurde besiegt. Deine Pokémon verdienen eine Goldmedaille. So, einmal ganz kurz heilen wir unser Vieh. Unser Viech, wollte ich gerade sagen. Zack. Kriegst einen Trunk. Darfst du trinken. Ah, da drauf. Schmeckt das lecker. So, und dann gehen wir nochmal hier zurück. Und gegen sie kämpfen wir auch noch. Also wenn, dann machen wir alle hier in der Arena platt. Sonst wird es ja langweilig. So. Dann pass lieber auf, ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Sehr gut. Eine reinliche Dame. Mal gucken, was sie uns zu bieten hat. Schaut, Muschel. Okay. Also, ich liebe meine Austern flambiert. Aber Verbrennung erwischt. Hehe. Autschi. Okay. Und cool wäre auch. Obwohl, ich weiß nicht, was so viel bringt, aber wir testen es trotzdem mal. Nicht sehr effektiv. Okay. Und wir hauen noch mal einen Tackle raus. Ah. Schade. Na gut, und dann können wir noch mal... Noch mal tackeln, was soll's. Obwohl, er verbrennt, glaube ich, eh. Aber jetzt ist es egal. So, Gegner wurde besiegt. Muschel ist Geschichte. Pikachu erreicht Level 12, das ist schon mal gut. Doppelteam zu lernen. Soll ein bekannter Attacke durch Doppelteam ersetzt werden? Ja. Und zwar der Rutenschlag. Und schwupp. Pikachu hat Rutenschlag vergessen. Und Pikachu lernt Doppelteam. So soll es sein. Schön, jetzt bin ich klatschnass. Die sind auch ein bisschen pornografisch, das ganze Spiel. Jetzt bin ich klatschnass. Ich bin mit allen Wassern gewaschen. Oh, es wird ein feuchtfröhlicher Spaß. Also kommst du auf jeden Fall vor, reden die. Vielleicht reden die auch gar nicht so. Ich höre es wahrscheinlich nur in meiner Fantasie. Also, hier kommt der. Du kriegst einen Trank. Was geht auch drauf? Bam! Yes! Und wir gehen hin zu ihr. Servus! So, die bin ich mal gespannt.
Hallöchen. Hey du! Was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Nimm dich vor meinen Liebling in Acht. Okay. Wir gucken mal. Wie viele Lieblinge hat sie denn? 2. Okay, sie fordert mich heraus. Setzt Ente. Ach, so eine scheiß Ente. Obwohl, ich glaube, das ist ein beliebtes Pokémon eigentlich. Enton. Bei mir jetzt nicht. Aber ich mag geröstete Ente. Schmeckt super geil beim Schießen. Also. Und jetzt mal ein bisschen rösten. Boom! Konfusion. Konfusion. Oh nein. Okay. Aber gib mir mal einen Schnabeltritt. Platsch! Und noch ein. Platsch! Ah, ganz gut. Konfusion. Oh. Scheiß mentale Ente. Okay, dann wollen wir mal direkt angreifen. Tackle! Boom. So, vielleicht verbrennst du jetzt auch noch. Ah, anscheinend nicht. Ah, oh, Enton ist leider tot. Naja, nicht tot, aber weg, ne? Keine Tiere zu Schaden nehmen. Es sind keine Tiere Schaden hier in diesem Spiel. Das ist dieses Stami ein. Oh, ein Stern. Wechseln wir? Na, wir bleiben erstmal, Tim. So. Das ist immer ganz gut, die Verbrennung mal reinzubringen. Ah, das klaut. Uiuiuiui. Okay. Oh, Level 19, ne? Okay. Ich mach mal einen Tackle. Ah, okay, jetzt könnte es unser Ende gewesen sein. Schade. Egal, nimm den nächsten. Das ist natürlich ein hohes Level, das das Viech da hat. Aber wir haben ja auch noch ein paar. Komm, Pikachu. Zeig mal, was du kannst. Pikachu! Guter Donnerschock. Ja, da haut er natürlich ordentlich rein jetzt, ne? Ja. Sieht nicht so gut. Wasser gegen Donner. Werde ich sterben. Pass auf, wir wechseln nochmal. Und zwar zu Tnofensa. Die sind eigentlich gegen Wasser ein bisschen immuner. Deswegen testen wir mal. Du schaffst es, Tnofensa. Ach, ich mach da was anderes. Aber... kriegst du einen Rankenhieb von mir. Verdammte Axt. Oh, ne. Ja, das ist natürlich ein bisschen härter da. Ist auch ein hohes Level, ne? Müssen wir auch mal sehen. Na gut. Kleinstein. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen. Ich glaube, das bringt nichts. Okay, sind auch zu niedrig, muss man auch sagen. Sind wirklich sehr viel zu niedrig. Aber... bringt es auch nichts mehr, Leute jetzt hier reinzuholen eigentlich. Denn die sind alle zu niedrig, das heißt, wir werden so oder so verlieren. Aber jetzt wissen wir, wie wir es regeln müssen bei der nächsten Runde. Komm, hier ist ein Flügelschlag. Oh, haut uns weg.
Ja, ist natürlich albern jetzt, ne? Aber wir müssen ein bisschen üben. Pass mal auf. Okay, und jetzt hauen wir noch raus und dann lassen wir das und dann holen wir uns schnell nochmal, heilen wir die schnell, dann kommen wir nochmal zurück und dann müssen wir die anders killen, ich weiß auch schon wie. Raserei. Ist geil, ne? Ja. Man probiert's, ne? Aber es bringt natürlich nichts, ne? Okay, Pikachu, musst du wohl noch mal rein. Und gleich sterben, wenn du reinkommst. Obwohl, vielleicht kann ich noch schon was im Beutel nehmen. Mal gucken. Ne, warte mal. Was haben wir da im Beutel, dass wir irgendwas nehmen können? Wir können... Können wir hier unseren Tim wiederholen, mit dem Beleber. Er hat leider nicht so viel Leben, glaube ich, ne? Tim hat 17, aber wir holen ihn trotzdem mal rein. Als erstes, was wir machen, ist ihm natürlich ein bisschen Leben zu geben. So, wir müssen ein bisschen Energie bekommen. So. Okay. Trotzdem müssen wir noch ein Getränk nehmen, damit wir ganz frisch sind, wenn wir irgendwas einsetzen. Ach, vielleicht kriegen wir es noch hin, aber... So. Lassen wir die Psy-Welle einsetzen. Und wir hauen jetzt das andere noch raus. Okay, was hauen wir raus? Doppelkick? Ich glaube, der war nicht so effektiv, aber wir machen es trotzdem mal. Ah, shit. Okay, wir sollen uns mal heilen. Aber, okay. Hat sich bescheuert, ne? Vielleicht tackeln wir ihn mal. Aber er sieht ja was, ist auch natürlich schlecht. Muss aber langsam sterben da oben. So, er kriegt jetzt noch ein Dings von uns auf den Kopf. Den nehmen. Los. Ist egal, was wir nehmen. Na, das war's. Haben wir verloren. Ah, verdammte Axt. Da hätte man vielleicht nochmal erst einen Trank nehmen sollen, ne? Ne. Okay. Aber, das ist kein Problem. Das regeln wir. Du eilst mit deinem besiegten Pokémon-Team zu einem Pokémon-Center. Los. Und dann gehen wir dann gleich nochmal rein. Das kriegen wir hin. Ja, ich weiß. Klugscheißer. So, wir gehen trotzdem nochmal dahin. Obwohl, vielleicht bevor wir den Trainer angehen, gehen wir vielleicht direkt nochmal rein. Müssen wir eigentlich die ganzen kleinen Leute auch nochmal besiegen? Ne, wir können direkt zum Trainer gehen. Das ist doch perfekt. So. Hey, du. Ja, ja, du brauchst nicht mit mir reden. So, los geht's. So, Tim wird als erstes... Also, hau dir mal so einen Flackerbrand rein. Und dann tauschen wir dich nämlich aus.
Vielleicht wollte ich ihn austauschen, das machen wir jetzt aber nicht. Machen wir gleich, pass auf. So, jetzt tauschen wir ihn aus. Gegen Pikachu. Nicht gut reingehauen, aber nein! Ach scheiße! Dass wir ihn gleich wieder angreifen, das ist natürlich scheiße. Dann nehmen wir No Fenster. Oh. Ja. Ich wollte es eigentlich anders gestalten, den Kampf, aber bringt uns jetzt nicht so viel. Einstein. So, wir müssen einmal den Trank einsetzen, und zwar für Tim. Tim schon gleich wieder fit ist. So, nehmen wir auch nichts mit rein. Die sind zwar nicht so gut, die werden halt alle besiegt, aber vielleicht kriegen wir es hin, dass ich komplett frisch mit Tim im anderen angehe. Na, kriegen wir natürlich nicht hin. Na gut, wir müssen doch mit Timmy reingehen. Oder eigentlich. Nehmen wir auch noch mit. So, haben wir die erstmal platt werden lassen. So, was haben wir noch im Beutel hier? Lieber Paraheiler X Abwehr. Hebt den Verlängerungswert eines Pokémon im Kampf stark an. Die Wirkung wird mit dem Austausch des Pokémon beendet. Okay, dann wäre natürlich nicht so viel. Na gut. Alter, muss echt ein bisschen trainieren vorher, würde ich sagen. Sonst wird das nichts. Der Pokémon müssen wir schon anheben. So, der ist weg. Jetzt können wir mit unseren angreifen zumindest. Okay. Starmie haut natürlich ganz gut rein. So, wir machen auf jeden Fall den Flächenbrand einmal oder den Flackerbrand. Ah, Siege war natürlich scheiße. Bringt natürlich nicht so viel gerade, wie man sieht. Scheißkampf. Ich kann ja natürlich so viel Getränke geben, wie ich will, aber ganz hoch bekomme ich ihn natürlich nicht. Schade. Dann haut er mir genauso viel wieder weg, wie ich auffrische. Wie scheiße ist. Und trotzdem mal. Besteht er durch seine Verbrennung? Na, das glaube ich nicht. Okay, können wir eigentlich aufhören. Verbrennung, Wasser, Psychoverbrennung. So,
Komm, mach mal die Dings runter. Wir sind eh gleich tot, also wir können einfach alles ausprobieren. So. Gut, wir haben auch keinen Pokémon mehr. Ja, wir hauen mit dem Pokémon ab. Ziehen den Schwanz ein, laufen los. Okay, wir besiegen jetzt noch ein paar Trainer und frischen unsere, oder machen uns ein bisschen stärker und gehen wir nochmal ran. Geht ja nicht anders. Man kann es ausprobieren, aber die sind wirklich zu stark. Auf jeden Fall der letzte ist zu stark. So, pass auf, ich habe eine Idee. Und zwar gehen wir oben hoch zum Pokémaniac. Der Pokémaniac. Der ist ja wirklich nicht so ohne anscheinend. Aber den können wir, glaube ich, ganz gut besiegen. Von ihnen auf jeden Fall die ganzen Trainer auf dem Weg dahin. Und dann würden wir, glaube ich, ein bisschen aufsteigen, oder? Danach gehen wir nochmal einkaufen. Wenn du uns 5 Trainer besiegst, erhältst du einen super tollen Preis. Aber du musst es erstmal schaffen. Okay, 5 Trainer? Das kriegen wir hin. Die Nuggetbrücke ist mein. Leonardo. Blutzug. So, Level 9. Tackeln wir den erstmal. Nicht so effektiv. Das ist von mir nochmal den anderen Tackle. Zack, da gehen die Augen aus. So, wow, du bist gut. Du gewinnst Geld und Pokébälle. Ab zum nächsten. Ich bin Nummer 2. Jetzt wird's ernst. Okay, mal gucken. Die werden wahrscheinlich immer stärker werden. Uns was einfallen lassen. Laura. Oh, Laura. Schöner Name. Anton, okay. Den kennen wir ja schon. Nervig mit seinem Psychogramm, aber den verbrennen wir erstmal. Das fand er ja nicht so gut. War zwar nicht super effektiv, aber wenn er Verbrennung erstmal dran hat, und dann war es das für ihn. Aber wir können dich auch taggen. Das macht er bestimmt auch nicht. So. Oh, da fesselt sich am Kopf. Okay, bringen alle Punkte. No. Ich glaube das einfach nicht. Tja, glaube es mal lieber, mein Mädel, mein Schätzchen. Ich bin Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Das tue ich wohl. Geil, ne? Tust du? Frieda, komm her. Sandan, oh. Der wissen wir ja schon, dass der hier gegen ein bisschen kritisch steht. Scheiße. Ja, ja, meine Genauigkeit sinkt. Spacken. Oh, trotzdem wieder. Mir doch egal. Irgendwann treffe ich dich. Nein! So. Gefällt dir das? Zumbahn erreicht Level 12. Den Schauer? Ja, mach mal. Was haben wir denn da? So. Nips, Frieda, weil du siehst, kann nicht mehr. Du gewinnst 200 und erhältst Pockbälle von mir. Weiß, ich bin der Geilste. So. Ich bin Nummer 4. Na, wärst du so langsam müde? Eigentlich nicht. Oh, ich muss sagen, ihr seid gar nicht mal so unstark. Elena fordert dich heraus. Mauzi.
Feuer magst du bestimmt nicht. Siehst du? Kleinschein, sehr gut. Weil wir müssen alle so 15 werden, das wäre schon ganz geil. Jetzt hast du mich auch besiegt. Du gewinnst wieder Geld. Och Mann. Tut mir so leid für die, ne? Die sind immer so traurig und geknickt denn. So, du, Nummer 5, komm her. Ich bin die Nummer 5. Ich mach dich platt. Okay. Gucken, was sie drauf hat. Camper Matteo fordert dich heraus. Selbst Fukano ein. Hm. Auf jeden Fall auch mit Feuer. Tiere und Feuer? Nein, ach. Ich bin zu weit gerutscht, scheiße. Obwohl. Ist gar nicht so schlecht. Biss ein, oh. Mag ich auch nicht so. Aber Feuer nochmal einsetzen hier. Aber war nicht effektiv, aber... Ihn reicht. So, neues Level 18. Bin aufgestiegen. Der Rest deines Pokémon-Teams erhält auch Erfahrungspunkte. Oh, du hast ganz schön was auf dem Kasten. Du gewinnst Geld. Du hältst 2 Superbälle. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier, dieser großartige Preis ist für dich. Du hältst ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Verschossen im Itembeutel. Und übrigens, das bleibt unter uns. Möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Oh. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unseren finsten Plänen zu verwirklichen. Bist du dabei? Du bist doch dabei, oder? Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Seltsam, du siehst aus, als wolltest du dieses Großergang wohl ausschlagen. Tja, dann muss ich wohl in wenigen Überzeugungsarbeit leisten. Lustig. Rüpel fordert dich heraus. Oh, eine Fledermaus. Abfackeln werde ich die. Scheiß Fledermaus. So, komm her. Yes. So, komm mit dem nächsten. Smogon, okay. Nee, wir wollen nicht wechseln, wir bleiben bei Tim. Das ist aber auch sehr nervig, das Viech. Aber vielleicht können wir ihn auch mit Feuer besiegen. Ich glaube, der war ein bisschen immun dagegen, ne? Nee. Verbrannt ist auch noch. Smog setzt da ein, ja, so sieht er aus. Okay, dann kriegst du noch einen Tackle von mir und dann war es das. Ach, oder ein Brand. Egal, wir sind nochmal verbrannt. So. Gegner wurde besiegt. Ah, du bist wirklich gut. Du gewinnst Geld. Das Nugget-Ding können wir auch wieder verkaufen. Gibt's auch wieder ordentlich Kohle. Mit deinen Können hättest du eine glänzende Karriere bei Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. Oh, guck mal da. Rote Edition. Lumanda. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir total leid, dass dieses Lumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einen fähigeren Trainer übergeben, dass es richtig trainiert. Also ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viele fangen wie ich, sonst verdienst du mein Lumanda nicht. Okay. Das kriegen wir hin. 50. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wie viel haben wir? Zeig mal. Wir haben gesehene Arten 34, gefangene Arten 16. Ah, okay. Dauert noch ein bisschen, ne? Wir müssen jetzt eh ein bisschen rumlaufen und ein bisschen was fangen. Denn wir brauchen Kohle. Also Kohle brauchen wir nicht. Quatsch. Wir müssen aufsteigen. So mache ich das. Sehr gut. Oh, eine Himbeere haben wir auch bekommen. Da hat nur Fenster aufgestiegen. 15, das ist schon mal gut. Müssen wir mal gucken. Wir haben irgendwie
Unsere Pokémon müssen wir uns mal eigentlich mal angucken. Wir haben so ein paar. Ist okay. Aber hier zwei Steindinger sind eigentlich total unnütz. Deswegen packen wir den einen mal weg hier. Den hier. Brauchen wir nicht. So. Und dann müssen wir noch irgendwas anderes mitnehmen. Nur so ein Paras mal mit. Mal zum Testen. Huch. Yes. Können wir auch mal ein bisschen hoch pushen. Finden wir noch einen Ball, ne? Machen wir uns mal schnell. Die Kapsel ist echt Spezialverteidigung. Geil. Achso. Oh, da! Anton will wir haben. Oder? Anton, du dumme Sau. Bleib da drin. Zack. Mit so einem fabelhaften Wurf müsstest du doch da drin bleiben. Yes. Anton wurde gefangen. Perfekt. Pikachu ist auch aufgestiegen. Super. Anton. Es wird von chronischen Kopfschmerzen geplagt. Ob er seine Psychokräfte aus eigenem Willen einsetzt, ist unklar. Da, ein großes Anton. Oh nein! Mann, das war zu spät. Das wäre doch nichts. So. Ah, du blöde Sau, bleib da drin. Will ich die guten Pockbälle verbrauchen für dich. Oh, fabelhaft. So. Guck mal, der steigt ja auf. Ich glaube, da nehmen wir diesen blöde Fledermaus nämlich auch gleich raus. Finde ich nicht so berauschend. Ja klar, welche denn? Ja. 1, 2, 3 und schwupp ist es verlernt. Und 1, 2, 3 und schwupp haben wir das nächste drauf. So, das ist eine sehr lange Folge heute, es tut mir leid, aber es muss sein. So. Ich will einmal kurz schauen nochmal. Wir gehen nochmal hier rein ins Team. Hotbox. Und den nehmen wir auch raus. Weiß nicht so clever, das jetzt zu machen. Aber wir haben hier Anton 10 und Anton 12. Nehmen wir 12 mit rein. So. Und jetzt gucken wir mal nach, was er hier sagt. Komm her. Ich komme gerade vom Mondberg, aber ich bin kein bisschen müde. Oh, weil du auf dem Onyx geritten bist. Wahrscheinlich. Dann komm, Oscar. Klar, die hat einen Onyx gehabt, war klar. Feuer und Stein macht nicht so viel Sinn. Das heißt, wir können ihn eigentlich nur direkt taggeln. Oh mein Gott, das ist so super effektiv. Raserei. Ein Doppelkick. Yes, der macht was. Oh oh. Naja. Geht da noch ein Tritt vom Kopf. Ach, guck ihn dir an. Und jetzt kriegst du noch einen. Und zack. So, weg mit dir, du Steingemäuer.
Para. Cool. Du hast hart gekämpft, du gewinnst Geld. 560 war ganz schön viel eigentlich, ne? Fand ich. Das ist ein super Trank. Wir reden? Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. So, wir besiegen noch ein paar Trainer, um ein bisschen aufzusteigen. Und dann rennen wir nochmal zurück, würde ich sagen. Yannick fordert dich heraus. Dick da! Taggeln wir. Zack. Level 19 erreicht. Sehr gut. Gut. Level 16, Novenza. Sehr gut, Novenza. Schlafbruder. Ja, Schlafbruder ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und zwar machen wir das mit Wachstum. Obwohl, der ist eigentlich ganz gut, ne? Warte mal. Der Wickel ist auch nicht verkehrt. Na, machen wir den Wickel, machen wir weg. Und schwupp! Und nur ist allein Schlafbruder. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Ja, so ist es. Yannick, tut mir leid. Man kann nicht alles haben. Das ist noch ein Trainer. Der Trainer aus der Gegend kommt regelmäßig zum Üben hierher. Schön, ich bin auch ein Trainer. Ich komme nicht zum Üben. Ich komme einfach nur, um dich platt zu machen. Vogelprofi Ludger fordert dich heraus. Oh. Kommt bestimmt einen blöden Tauben. So, gegen Tauben hilft eigentlich nur Feuer, denn es gibt sowas wie einen Taubenbraten. Noch ein. So, Tabaluga wollte ich gerade sagen. Du bist richtig gut. Ich bin auch wieder Geld. Nicht mehr, aber hier ist noch einer. Ich habe mit meinem Papa eine Party auf MS Anne im Hafen von Orania City besucht. Toll, oder? Erzählst mir was Cooles und willst dann gegen mich kämpfen. Ist irgendwie auch nicht so cool, oder? So, ein bisschen Feuer beim Arsch machen. Komm mit deinem nächsten, den du hast. Okay, und der kriegt einfach. Ne, wir wollen nicht wechseln, wir wollen nicht wechseln. Zack. So. Oh, jetzt. Ob ich jetzt sauer bin? Pa, bestimmt nicht. Du gewinnst Geld. So. Da ist noch einer. Alter, der ganze Garten ist voll mit Dingern, ne? Ich bin unterwegs zu einem wahren Pokémaniac, der in einem Haus an der Küste wohnt. Da wollen wir jetzt nicht ganz hin, aber. Wir frischen unsere Kenntnis jetzt hier auf. Wanderer Minoru fordert dich heraus. Kleinstein. So, jetzt ein Doppelkick. Sehr effektiv. Anscheinend, ja. Bringt mir natürlich nicht so viel, wenn ich keine anderen einsetze, oder?
So. Kommt dem nächsten. Bist du ein Stein-Pokémon-Jäger? Fänger? Oh. Nein, ich will immer. Ich drücke mal drauf, das tut mir leid. Ich will eigentlich gar nicht da. Das ist süß. Oh, ein Fußball. Alter, ein Roundhouse-Kick hat er gemacht. Das ist Chuck Norris. Kriegst du auch von mir einen Kick. Zeig mir, wie das geht. So. Flatsch. So. Jetzt hast du mich aber ganz schön gezeigt. Du gewinnst Geld und Pockwelle. Also, wir werden einfach nur einen Trainer nach dem anderen besiegen hier anscheinend. Hey, weißt du was? Mein Freund ist richtig cool. Ja, was kann dein Freund denn so cool ist? Frag ich nicht. Root fordert dich heraus. Okay, Rudy. Goldini. Kriegst einen Flatschen von mir. Ah, der haut ganz gut rein, aber mein Flatschen vielleicht auch. War nicht so, wie ich gewünscht hätte, aber okay. Und ein Tackle. So. Oh, Goldini, es tut mir leid, aber du warst halt nicht gut genug. Ich war irgendwie überhaupt nicht in Form. Oh. Aber Superbälle gibt sie mir, das ist gut. Sie hat auch schon zwei Superbälle gehabt. Guter Freund von ihr? Ich bin richtig cool, ich habe nämlich eine Freundin. Ja, das werden wir ja sehen, ob du cool bist oder nicht. Camper Matthias fordert dich heraus. Setz Shaggy ein. So. Ich weiß, bringt eigentlich nicht so viel, aber... Verbrennung. Tackle. Ja. Ein Doppelkick. Wie findest du den? Ja. Könnte besser sein, ne? Blubber. Oh nein. Seifenblasen. Und tackle ihn nochmal. So. Und so ist das, wenn man gegen mich kämpft, dann verliert man. Camper Matthias wurde besiegt. Ach, so ein Mist. Du gewinnst Geld und erhältst noch zwei Superbälle von mir. Und geh mal vorbei, damit ich mir diesen Pokéball hinter dir holen kann. Kann ich nicht. Ich brauche unbedingt, warum ich das hier schneiden kann, ne? Das habe ich immer noch nicht. Wie steht... Wo war der? Du findest Ether. Oh, da kann ich rübergehen zu ihrem Mann ins Taschentuch halten und sagen, Entschuldigung, glauben Sie, das hier riecht nach Chloroform? Meine Freundin hat jede Menge süße Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch auf sie. So, das ist auch der letzte Trainer, den wir jetzt heute Angriff nehmen. Und dann, glaube ich, haben wir uns auch ganz gut vorbereitet, um den Arenaleiter in Azuria City zu besiegen. Das ist natürlich viel Farmen. Man kann dazu ruhig Farmen sagen, oder? Man farmt ja schon so ein bisschen. So. Zack. Hier müsste der schwarz sein, so richtig schön verbrannt. Nein. So. Gar nicht lange fackeln. Ja, verstanden? Fackeln? Auf deinen Sieg bin ich aber kein Stück neidisch. Glaube ich dir nicht, du dumme Göre. So, was ist er denn hier?
Ach. Müssen. Okay, den nehmen wir noch mit und dann ist Schluss. Okay, das Bills Haus wahrscheinlich. Aber da gehen wir nicht hin. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt werden wir erstmal hier gucken, dass wir ihn noch besiegen. Alvaro. Oh, ein Spanier. Capador. Nicht sehr effektiv, das stimmt. Oh, Platscher. Naja, der Capador ist ja auch nicht so spannend, das wissen wir ja. Gut, tackeln wir ihn mal kurz. So, Krabby. Nein, wir kämpfen weiter mit dem hier. Okay, da müssen wir schon aufpassen. Aber... Ach, nicht so sehr effektiv. Aber immerhin. Oh, jetzt wird er noch ein bisschen... Wird er noch seine Verteidigung, der Assi. Tacklen wir doch gleich mal. Boah, auch nicht sehr effektiv. Ah! Eine Riesenklammer. Okay, dann verbrennen wir ihn doch nochmal. Wir haben zwar nicht mehr so viel davon, aber für ihn reicht es bestimmt. So. Blubber! So, Krabi, das war's für dich. So, Level 20 erreicht. Sehr gut. Fangen wir unsere anderen. Der erste erhält auch Punkte. Enten erreicht Level 13. Ich gebe auf. Du gewinnst Geld und Pokebälle. So Leute, das war's jetzt wirklich für jetzt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.